Servus, ich bin's, euer Emme. Ja, was machen wir heute? Was hat der Schwabe heute für euch? Heute machen wir das erste Unboxing 2024 und los geht's gleich mit dieser Band. Ja, ihr habt gesehen, um welche Band es geht. Um Magnum, denn ihr neues Album Here Comes the Rain, was heute rauskommt, ist am 12.01.2024. Aber natürlich auch gleich eine traurige Geschichte. Da, ich weiß nicht, ob es viele mitgekriegt haben, da ist ja der Tony Clarkin, das Gründungsmitglied damals von Magnum, wo mit Bob Catley, meine ich, die Band damals gegründet hat, der ist ja gestorben. Meine ich am Sonntag oder so, das habe ich auch erst gestern mitbekommen, zufällig. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit diesem Unboxing. Und ja, rest in peace, Tony Clarkin. Und wir fangen jetzt einfach an mit diesem Unboxing von der neue Magnum, Here Comes the Rain. Ja, und dann mache ich jetzt mal, ich habe schon eingeschnitten. Diese Box machen wir jetzt einfach mal auf. Absolut geil, ist heute angekommen. So, machen wir mal die Folie weg, dass es nicht so spiegelt. So. Ja, und genau um diese Box geht es hier. Um die Magnum Box, Here Comes the Rain. Wo jetzt rauskomme ich 2024, Magnum. Gegründet 1972 in England als Hard Rock Band. Ja, die haben jetzt auch schon 52 Jahre auf dem Buckel. Wahnsinn, Wahnsinn, hey. Was diese Band hier für Alben rausgebracht haben. Ich habe sie damals entdeckt mit der Vigilante von 1900, wann war die? 86 ist die rausgekommen. Und dann danach habe ich mir das On a Storyteller's Night Album geholt. Ja, aber um die soll es heute nicht gehen. Heute geht es um dieses Album, um das neue Album von Magnum. Und da habe ich auch erst jetzt einen Song gehört von denen. Da habe ich das Video angeguckt, das Blue Tango. Und ja, es ist einfach wieder Rock'n'Roll. Absolut ein geiler Song. Und jetzt machen wir diese schöne Box hier auf. Ja, die Vorderseite habt ihr schon gesehen. Jetzt gehen wir mal an die Rückseite hier. Absolut spitzenmäßig, sieht super aus. Auch das Artwork hier. Hier an der Seite noch das hier. Steht auch da drauf. Magnum und so. Here Comes the Rain. Ja, absolut geil. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt öffnen wir das Ding einfach. Also wie gesagt, ich habe erst einen Song gehört von diesem Album. Und das ist, finde ich, wieder richtig, richtig geiler Rock'n'Roll. Ja, es ist halt Magnum. Und das ist halt spitzenmäßig, diese Band, auch super. So, das tun wir mal weg. So, was kommt uns als erstes entgegen gleich? Ja, was ist denn das hier? Wahnsinn! Schauen wir mal rein. Besser gesagt, ich weiß es schon, was es ist. Das sieht man auf den Bildern. Ein Magnum Regenschirm. Here Comes the Rain. Ja, übergeil, super. Den machen wir doch auch einfach mal auf hier. Den kann ich ja nachher wieder zusammenpacken, aber dass ihr das seht, hey, also spitzenmäßig, absolut eine geile Idee, echt top. Gucken wir mal, wie das Ding hier funktioniert, wie das aufgeht, dass man nicht gleich kaputt macht, den Schirm hier. Ja, was ist los hier, wo gehst du auf, du Ding? Schon. Ich bin mit den neuen Sachen nicht vertraut. Ah, okay, da muss man hier unten... Ah, jetzt! Hier! Das ist das Ding hier. Mein Gott, da muss man nach unten rausziehen, okay. Gott, hey. Absolut cool, hey. Regenschirm, spitzenmäßig. Ich find's echt klasse, hey. Was für ein Kampf, hey, mit dem Dings da, Hanne, jetzt, du. Brutal, echt.
Ja, wie gesagt, ich benutze nicht oft einen Regenschirm. So, das tun wir mal auf die Seite. Das können wir nachher dann wieder sauber zusammen machen. Wahnsinn, hä? Kriegt er nicht mal einen Regenschirm auf? Gott! Naja, es ist halt so. Ich benutze so ein Ding nicht oft. Also, was kommt uns noch entgegen? Fangen wir mit diesem Ding hier an. Eine CD, wo hier dabei liegt. Also gucken wir mal rein in diese CD hier. Was das für ein Ding ist. So, und weg damit. Okay, kann man so aufklappen. Das ist diese CD hier, wo dabei ist. Aber die ist sack dunkelkalt, hey. Da muss ich mal kurz wieder meine Taschenlampe holen, hey, was da drauf steht. Live in. Das ist so klein geschrieben. KK Steel. Live at KK Steel Mill. Also das ist ein Live-Album, wo hier als CD dabei ist. Absolut cool. Magnum Live at KK Steel Mill. Und das ist dieses Ding hier. Habe ich euch gerade schon gezeigt. Diese CD, wo hier dabei ist. Eine Live-CD. Holen wir auch mal raus hier. CD 1. Das sind sogar dann wahrscheinlich zwei. Das ist die erste CD. Und dann hier die zweite CD. CD 2, ja. Cool. Zwei CDs dabei. Spitzenmäßig mit Live-Aufnahme. Absolut top. Okay. Tun wir auch mal auf die Seite. Was ist noch drin? Here Comes the Rain als Digipack, als CD-Digipack von dem neuen Magnum-Album. Cool, machen wir auch mal auf hier. Den Sticker, den heben wir natürlich auch auf hier, den kleinen. Der kommt nachher in die CD rein. Aber erst nachher. So! Und das ist dieses Ding hier, die CD von der neuen Magnum, Here Comes the Rain. So sieht das aus. Kann man zweimal aufklappen. Und hier innen drin die CDs. Und das kleine Büchle. Echt spitzenmäßig. Zeige ich auch mal nochmal euch hier, weil hinter dem Büchle ist auch noch der Schriftzug von Magnum. Auch geil. Super. So, dann guck mal hier mal rein kurz. In dieses Heftchen hier. Von dem neuen Magnum Album. Auch wieder wahnsinnig geile Bilder hier drin. Also echt spitzenmäßig mit den Songtexten. Ja, aber klar. Halt wieder klein. Da brauche ich wieder meine Brille. Aber echt coole Bilder hier drin. In einem kleinen Heftchen. Ich hoffe, dass bei der Vinyl das auch dabei ist. In größer. Hier mit der ganzen Band. Ja. Einer leider jetzt nicht mehr dabei. Ja, echt cool. Geil. Aber echt richtig coole Bilder hier drin. Aber das kennt man von Magnum. Die haben immer geile Artworks und spitzenmäßige Bilder. Es ist halt Rock'n'Roll. Absolut top. Super. Echt top. So, jetzt zeige ich euch mal noch die CD. Und das ist diese hier. Von dem Album Here Comes the Rain. Die Rückseite brauche ich euch ja nicht zeigen. Wisst ihr ja, aber ich zeige euch hier auch nachher nochmal das. Also die CD-Box hier oder Dings da, die CD-Teil da, weil da sind auch noch hinter den CDs auch noch Bilder drauf. Und hier ist auch die DVD von Magnum, Live at KK Steel Mill. Ja, cool, ist auch noch die DVD auch noch dabei, wo man sich das anschauen kann. Auch super, also das Live-Album mit zwei CDs.
Und dann auch noch die DVD auch dabei. Und hier hinter den CDs sind auch noch Bilder. Also Wahnsinn, echt richtig geil. Absolut spitzenmäßig, hey. So, dann packen wir auch das mal auf die Seite hier. Die CD und die DVD ab 0 Jahren. Super, spitzenmäßig. So, auch eine ganz schön dicke Box. So, was hat hier noch drin? Oh, da, oh, und da fällt gleich wieder eins runter. Das holen wir mal kurz auf. Da hat es noch einiges drin hier. So, was ist das hier? Ein Aufkleber. So wie das ausschaut. Ein Aufkleber, wo hier dabei ist. Auch spitzenmäßig. Dann hier noch ein Foto von der Band. Ja, aber leider, leider nicht unterschrieben. Schade. Echt schade. Keine Unterschrift da drauf. Das wäre halt auch noch top gewesen, wenn es noch unterschrieben worden wäre. Geil. Super. So, und was ist das hier? Das sieht mir jetzt wieder aus wie ein Poster. Da gehe ich mal ein Stückchen zurück. Tu mal die Vinyl hier nochmal rein. Gehe ich auf. Wie rum ist? Ja, so. Und das ist das Poster hier. Auch geil. Beide Seiten bedruckt. Ich fahre mal ein bisschen hoch. Auch echt klasse. Live-Bilder. Echt super, ey. Ah, Wahnsinn, hier sind noch die Texte und so drauf. Auf dieser Seite. Ah, spitzenmäßig, ey. Auch echt top. Klasse. Echt super, ey. Sogar miete Texte hier. Also echt geil. Absolut spitzenmäßig. Ja, was ist jetzt los? Geht jetzt wieder zusammen oder was? Ah, das war in der Mitte erst gefaltet. Okay. Dann so rum und dann so rum. So. Ja, kompliziert heute. Wahnsinn. So. Und dann kommen wir zu dem Hauptding natürlich mal wieder. Nämlich zur Vinyl. Was hier auch dabei ist in dieser Box. Absolut spitzenmäßig. Jetzt machen wir mal die Vinyl auf. Wenn wir das heute aufkriegen, schauen wir mal. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So. Mal gucken. Ja, die Vinyls liegen innen drinnen. Super. Spitzenmäßig. So, und jetzt sieht man den Unterschied von dem Cover her zur CD. Die Vinyl einfach richtig groß. Spitzenmäßig. Super. Und auch die Bilder, wo in der CD drin sind, sind hier auch drin. In klein. Absolut genial. Stark. Echt stark. Ich liegt noch was innen drin, nicht, dass ich euch wieder was unterschlage. Nein, hier ist nichts innen drin. So, und jetzt kommen wir zu den zwei Vinyls. Also bedruckte Innenhülle. Aber hier sind jetzt nur die Texte drauf. Aber das reicht, finde ich, super, dass wenigstens die Texte dabei sind. Absolut geil. Aber natürlich bei diesen Hüllen wieder die Innenhülle nicht gefüttert. So. Und so schauen die Vinyls aus. Spitzenmäßig. Absolut top. Wird noch haben natürlich gleich austauscht in gefütterte Innenhülle. Haben wir natürlich erstmal angehört. Bin ich echt mal gespannt, hey, wie das neue Album klingt. Von Magnum. Geil.
Super, das tun wir jetzt gleich hier rein. Das ist halt super, wenn die Schallplatte hier innen drinnen liegt, dann kann nichts passieren oder sollte nichts passieren, dass es keine Einrisse hier gibt. Und hier ist aber wirklich gar nichts. So, und das ist die andere. Auch mit den Texten und hinter halt auch nochmal Texte. Auch geil, räumen wir auch die mal raus, die gucken wir uns auch nochmal an. Auch geil, super, sieht super aus, echt. Spitzenmäßig, wenn man sie gegen das Licht hält, absolut top. So, dass der Schriftzug richtig ist. Spitzenmäßig. Absolut geil, super, dass diese Box halt angekommen ist. Das auch gereicht hat zum 12.01. Absolut genial. So, Leute. Und das war jetzt das kleine Unboxing von der neuen Magnum. Here Comes the Rainbox. Mit der Vinyl. Hier das Poster, wo hier dabei ist. Die Karte, wo hier dabei ist. Aber leider keine Unterschriften drauf sind. Der kleine Aufkleber, wo hier dabei ist. Auch super. CD. Digipack. Denke ich mal. So heißt es. Und dann noch die zwei Live-CDs. Auch super. Spitzenmäßig. Und natürlich der Kampffahrer mit dem Schirm hier. Auch echt spitzenmäßig. Ein Regenschirm von Magnum. Habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Aber super. So, den packen wir nachher ein. So, Leute. Das war jetzt das erste Unboxing 2024, gestartet mit der neuen Magnum, Here Comes the Rain. Ja, und ich habe noch ein paar mehr Sachen gekriegt heute, was noch rauskommen sind, aber dazu machen wir ein anderes Video. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich ziehe mir jetzt erstmal das Album hier rein. Vielleicht, mal schauen, hänge ich jetzt hinten dran noch dann ein kurzes Video, wie das Album so ist, wie ich es finde. Mal schauen, wenn was kommt, dann seht ihr das jetzt nach dem Video. Und ansonsten wisst ihr, was jetzt zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis! So, Leute, jetzt habe ich mir das Album angehört, das Magnum, das neue Here Comes the Rain. Und was soll ich sagen, die Zeit ist verflogen, zack, und das Album war durchgelaufen. Und das ist, ich finde es einfach absolut ein geiles Album. Da heißt einfach zurücklehnen, die Musik genießen, Anlage aufdrehen. Absolut top. Also zwei Songs sind jetzt nicht so mein Fall. Und das wäre Seven Darkness und Broken City. Das ist nicht so mein Ding. Aber dafür die anderen Lieder, mein absoluter Fave-Song. After the Silence, absolut ein genialer Song. Oder I Wanna Live, absolut ein super Song. Und Running to the Shadows, auch absolut ein absolut geiler Song. Ja, wie gesagt, wer auf sowas steht, Hard Rock, Rock, hört euch einfach mal an, dieses Album, Here Comes the Rain. Ich finde es ein klasse Album, ist super geworden. Finde ich echt einfach zum Genießen, die Musik, echt absolut top zum Abschalten. Genial. Absolut top. So, ja, das möchte ich jetzt zum Schluss eigentlich immer so ein bisschen beibehalten. Nach den Videos einfach auch mal euch ein bisschen sagen, wie meine Meinung ist zu allgemein zu irgendeinem Album oder so. Ja, und das finde ich, ich finde es echt klasse. Und ja, was soll ich sagen? Das war's jetzt schon. Und ihr wisst, was zum Schluss kommt. Jetzt bin ich raus.